Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Colorbound, einem Game Jam Spiel, was von denselben Entwicklern von Dead Cells gemacht wurde, was ich per Zufall jetzt gesehen hatte. Und deswegen wollte ich das spielen, und da ich gerade an der Tastatur bin und... Sekunde? Haben doch sicherlich noch das Kabel... Okay, nee, okay, wir spielen es mit Tastatur. AD. Könnte mitlaufen, oh Gott. Oh Gott, die Kamera. Wird einem ja schlecht, ey. Uff. Um genau zu sein, bin ich wegen dem Soundtrack da drauf gekommen, den man... Ich kann das Spiel nicht leiser stellen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Ach, das Wasser. Ah, cool. Böse Schlange? Bist du böse oder bist du gut? Oh, der Charakter, das war auch voll süß. Also ich weiß nicht mehr, worum das Spiel geht. Anscheinend macht man einfach nur... Okay, ich schließe einfach nochmal den Controller an. Sekunde. Einmal kurz hier das Kabel rumlegen. Bla bla. Nicht da oben drauf. Jetzt haben wir keine Kabel mehr. So. Ja. Okay, dann klappt es jetzt. Springen tue ich mit... Also mit B. Achso, das zeigt mir die Controls von einem Xbox-Controller an, weil bei mir ist jetzt gerade B hier springen. Und dann mache ich hier mit dem Dash, okay. Okay. Ich kann also an denen vorbeidashen jetzt. Okay, nice. Dann komme ich auch hier unten durch. Okay. Das Game ist schon irgendwie süß. Und dann haben wir wieder was gefunden. Neue Farben für die Welt. Okay. Ist zwar kein X bei mir, aber... Boah, ist das laut, ey. Ich tapp mal kurz raus und mach einfach allgemein das Spiel ein bisschen leiser. Lautstärke-Mixer, Colorbound. Ich finde den Soundtrack aber persönlich ziemlich geil. Wie immer, wie alles von Vermont eigentlich. Okay, jetzt haben wir die Waffe. Ups, bin runtergefahren. Oh, die schießen zurück. Und ich kann anscheinend nur dashen, wenn ich auf dem Boden bin, wenn ich es richtig sehe. Sagen die Dinger mir da die Leben an, die um mich herumschwirren? Ah, spawn auf einmal neu. Schießen die auch gegenseitig ab? Okay, lieber neue Farben holen. Ah, okay. Jetzt habe ich Double Jump. Okay. Good to know. Komme ich auch hier hoch? Und bin hier wieder von der Wand, die ich nicht wegbekomme aktuell. Aber anscheinend fehlt mir nur noch eine Farbe, wenn ich es richtig sehe. Sehr schön, ich bin direkt als erstes nach links gegangen und es war anscheinend ja richtig irgendwie. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Und dafür brauche ich 5 Münzen für da oben. Ah, jetzt kann ich hier unten das auch zerstören. Okay, also ich musste sogar nach links gehen, weil hier rechts ging es nicht weiter.
Ich komme mit dem Mauszeiger aus dem Bild. Die Animation von dem Gegner, der hier gestorben ist. Er ist einfach, hat sich einfach hingelegt. Und ich bin tot. Oder? Bin ich tot? Ich kann mich nicht bewegen. Ha. Hier ist es vorbei. Aber es gibt keinen Neustart, es gibt kein Menü. Wo ist das Menü? Okay, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Muss ich das halt in zwei Teile machen und dann zusammenschneiden, ist mir aber wurscht. Ich werde das Spiel trotzdem spielen. Da sind wir auch schon wieder. Nach dem Neustart. Ich muss erst noch hier drauf klicken. Oder hier drauf. Oder muss ich E drücken? Okay, ich muss anscheinend E drücken, weil Y auf. Also die Steuerung ist halt falsch angegeben für den Controller. Gut. Dann haben wir jetzt schon mal die blauen Farben und können jetzt springen. Das Wichtigste. Dann Speedrun. Speedrun ist das Spiel. Ach stimmt, ich habe noch kein Dash. Ich muss jetzt erst hier rechts oben holen. Nicht hier oben, sondern eins drunter noch. Jetzt sind die Schlangen ja noch alle friedlich und so. Aber tatsächlich, die Dinger, die mir hinterherfliegen, jetzt sind, leuchten sie aktuell noch nicht rot. Wahrscheinlich heißt es, dass ich noch Leben habe. Oh fuck, falscher Knopf. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Danke. So. Da rechts unten will ich gerade noch nicht hin. Wir haben ja noch nicht den Schuss. Ich finde es cool, es ist ein relativ offensichtlicher Weg halt vorgegeben. Man muss halt eine bestimmte Richtung einschlagen, die restlichen Sachen, da kommt man halt nicht so einfach ran. Zum Beispiel kann ich halt jetzt nicht zuerst den Schuss holen oder sowas, sondern ich brauche dafür erst den Dash und für den Dash brauche ich erst den Sprung und sowas. Und man kann sich, es ist eine Richtung vorgegeben, aber man, aber es fühlt sich eher so an, als ob so eine offene Welt ist und man in alle Richtungen gehen könnte, in der Theorie. Weil es halt nicht einfach nach rechts geht, wie in vielen anderen Spielen ja auch, leider. Haben wir jetzt unsere Schusswaffe? Da habe ich nochmal Schaden bekommen und die Viecher leuchten jetzt rot. Ha. Ich habe wieder schon viel zu viel Schaden bekommen. Meine Güte. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht. Einfach die Gegner dodgen. Da schießt der Dreck. Das kann mich auch noch ab. Dass er mich da treffen konnte. Spring hoch. Okay, ist tot, sehr gut. Ja. Die Schussviecher sind schon echt penetrant. Jetzt kommt die letzte Farbe. Orange. Dann haben wir alle fünf Dinger drüben leuchten. Ah! Prank, ey. Hier ist eine geschützt schon down, das andere ist auch noch oben. Warum spawnen die neu? Tot. Ah, diesmal habe ich sogar eine Death Animation. Ah, und jetzt bin ich neu gespawnt. Okay, also ich habe eben einen seltenen Bug gefunden. Sehr gut. Es gibt Checkpoints immerhin in dem Spiel. Sehr schön. Und die Schlangen können Feuer. Ich muss heraus. So viel zu Speedrun, ne? Lass mich in Ruhe. Hier raus. Okay, theoretisch könnte ich da jetzt wahrscheinlich durch, aber ich möchte zuerst nochmal die Statue hier links angucken, kurz. Weil jetzt leuchtet die aus allen Löchern. Oder habe ich noch irgendwie eins übersehen? Ach, die Dinger kann ich auch kaputt machen. Okay. Das heißt. Ach, wahrscheinlich war das die Fähigkeit, die jetzt gerade dazugekommen ist. Weil ich jetzt die Dinger wegmachen könnte. Deswegen hätte ich gar nicht hier unten lang gehen müssen.
Sondern es hätte auch gereicht, wenn ich den anderen Weg gehe. Jetzt habe ich gelb. Auch wenn es schon vorher irgendwie geleuchtet hat. Aber hier komme ich nicht mehr raus. Yo. Ach, da kriege ich die Münzen noch her. Wahrscheinlich ist das die gelbe Fähigkeit, da ich jetzt Münzen sammeln kann für getötete Gegner. Gut, dann habe ich jetzt 3 Münzen. Ach, und links oben sehe ich auch meine Leben. Ah, ich habe ein halbes Herz. Sehr gut. Ich habe jetzt 4 Münzen. 5 Münzen. Ja. Ich hab doch 5 Münzen. Was muss ich tun? Ah, okay, ich hab noch oben gedrückt. Gut. Yeah. Deswegen sind die wahrscheinlich neu gespawnt, damit ich die nicht alle töte, bevor ich 5 Münzen habe, die ich jetzt gleich auch noch zum Weiterkommen brauche. Okay, gut. Haben wir das? Fehlt mir noch eine Münze? Okay, danke, dass du neu gespawnt bist. Sehr gut. Warum kommt der Mauszeiger denn jetzt ins Bild? Das will ich gar nicht. Okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hallo. Oh. Wir sind zu Hause. Haben die Farben wieder geholt. Sind zu Hause angekommen. Ja, es ist das Dead Cells Team von Motion Twin, die das gemacht haben. Und natürlich ganz wichtig hier Johan Valmont Lawlin, was man auch, glaube ich, ganz gut an der Musik raushört, ne? Valmont und die Dead Cells Musik. Gut, dann war's das. War ein süßes kleines Spielchen. Hat Spaß gemacht. Auch wenn es nur jetzt 10, 15 Minuten gedauert hat. War trotzdem irgendwie cool. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.